Herzlich willkommen zurück bei Gothic. Im letzten Part haben wir den Tempel des Schläfers betreten und bereits drei der Ork-Schamanen besiegt. Ja, und an dieser Stelle knüpfen wir einfach an. Mal schauen, ob wir noch Pfeil und Bogen finden, denn den werde ich noch brauchen. Aber das werden wir sehen. Lasst uns einfach alles weiter erkunden. Falls ihr irgendwas verpasst habt, schaut hier über mir gerne in die Playlist rein. Dort findet ihr alle vorherigen Parts zum Nachschauen. Und ansonsten viel Spaß beim Part und los geht's. Ja, Tempel des Schläfers. Das ist natürlich... Jetzt geht's wirklich Richtung Ende hier. So kann man es schon fast sagen. Oh, ein Tempelwächter. Im letzten Part sind wir hier schon gut vorangekommen. Und auch das soll hier weiter so sein. Sehr schön. Erfahrung 250 wieder. Wunderbar. Und jetzt sind wir schon fast an der Stelle, wo wir, oh oh, Pfeil und Bogen benötigen, was wir natürlich noch nicht haben. Puh, ich bin noch so ein bisschen aufgeregt, ob es jetzt wirklich daran scheitert hier im Tempel, denn jetzt schon wieder rauszugehen, wäre so ein bisschen schade, oder wenn ich jetzt schon wieder raus müsste. Wir werden es sehen. Hier haben wir erstmal noch einen Tempel-Minecrawler, den machen wir erstmal noch platt. Nimm bitte dein Schwert und hau nochmal zu. Danke. Bin ich dir sehr verbunden, dass du das getan hast. Und ja, hier lag schon mal kein Bogen. Puh, ein Bogen. Warum jedes Mal vergesse ich das? In jedem Durchgang, den ich spiele, vergesse ich diesen blöden Bogen mitzunehmen. Aber vielleicht finden wir noch irgendeine Möglichkeit. Hier haben wir nämlich nochmal den Hinweis, mit Bogen auf das Teil zu schießen. Und ich zeige euch auch die Stelle, die ich meine. Doch vorher verschaffen wir uns noch ein bisschen Freiraum und machen die Minecrawler platt, die hier hinten stehen. Oha, was ist da hinten los? Da ist ein... Das sah aus wie ein Templer, der da hinten steht. Ich bin wirklich sehr, sehr gut ausgestattet hier. Das muss ich sagen. Nichtsdestotrotz fehlt mir ein Bogen. Hier muss ich rein. Und da komme ich nur auf eine Art und Weise rein. Gorboba steht da hinten. Fragen wir ihn doch mal, was er so zu erzählen hat. Oder greift er uns gleich an? Das werden wir gleich sehen. Vorher schnappen wir uns hier noch alle Tränke, die wir aufgenommen haben. Stärke, Geschicklichkeit, Mana. Alles hoch. So viel wie geht. Dann haben wir jetzt schon 100 Mana. Das ist sehr gut. Speichern vorher ab. Und schau mal, ob der liebe Gorboba uns denn noch in ein Gespräch verwickelt. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Okay. Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Oha. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, einem Schöpfer gegenüberzutreten. Ja, dann schauen wir mal. Oha, die machen wirklich sehr gut Schaden. Ist für einen Magier natürlich bitter. Und da werden wir direkt umgehauen. Okay. Da wir jetzt wissen, was hier auf uns zukommt, machen wir es uns einfach und hauen hier von beiden einfach ein paar von den Feuerstürmen drauf. Und damit sollte er erledigt sein. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Gorboba hat eine Hüterklinge, die macht 71 Schaden. Das ist halt auch eine ganz schöne Hausnummer. Denn das muss man erstmal verteidigen können. So. Und ja, wir sind jetzt an der Stelle, an der wir irgendwas mit Pfeil und Bogen oder Armbrust tun müssten. Aber nicht können, weil wir keine mit haben. Tja, da bleibt im Endeffekt nur eins.
Wir laufen den ganzen Weg wieder raus. Holen uns draußen einen Bogen. An einer bestimmten Stelle. Also einfach irgendwo einen kleinen Bogen kaufen, den wir tragen können. Und müssen dann hier an dieser Stelle weitermachen. Denn hier kann ich leider nichts tun. Wirklich gar nichts. Das wird nichts. Da oben muss ich drauf schießen. Aber das wird nichts. Schade, schade. Puh, naja, das ist natürlich jetzt ein ganz schöner Fail. Aber das nützt nichts. Da bleibt uns nur eins. Wir müssen zurückrennen. Und das werden wir jetzt auch tun. So, dazu trinken wir... Oh, einen Trank der Geschicklichkeit habe ich hier noch. Dazu trinken wir hier einen Schnelligkeitstrank und begeben uns ruckizucki auf die Heimreise. Hm, was für ein Nerv. Wir haben dann nämlich ein Problem. Nämlich, ich muss nochmal ganz schnell schauen. Okay. Also, es gibt keinen Bogen im Schläfertempel. Das heißt, ich muss nochmal rauslaufen und muss dann auf dem Rückweg wieder rein. Natürlich alle Orks in der Orkstadt umbringen. Ach, okay. Naja, los geht's. Okay, da sind wir wieder. Einen Bogen habe ich gekauft. Den billigsten, den es gibt. Ich habe mich auch wirklich nochmal vorher versichert, bevor ich das mache, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Und ja, man braucht hier den Bogen tatsächlich um jeden Preis. Sehr schade, dass Piranha Bytes das an dieser Stelle einfach vergessen hat. So einen Bogen dort mit einzupflegen. Ja, ich hatte schon gesagt, wir haben natürlich jetzt ein kleines Problemchen, denn die Orks sind nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Das heißt, wir müssen jetzt schon was machen, was eigentlich erst später im Spiel dran wäre, nämlich die Orkstadt hier komplett auseinanderzunehmen. Aber wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir es. Irgendwie schaffen wir es, auch wenn es ein bisschen dauern wird. Eigentlich ist das erst dran, wenn man ein bisschen weiter ist. Okay. Das läuft. Das läuft gut bis hierher. Hoffen wir, dass es auch weiterhin so läuft. Ich glaube, der eine Ork ist hier runtergesprungen. Das soll uns egal sein. Wir nehmen nochmal ein paar Tränke, denn die brauchen wir jetzt. Ja, dann wird der Kampf halt nicht beim nächsten Mal stattfinden, sondern hier und jetzt. Das soll uns jetzt nicht stören. Alright. Greift aber auch keiner an, ne? Also von den anderen Orks scheint keiner irgendwas machen zu wollen. Naja. Dann machen wir einfach weiter. Sehr gut. Oder wirkt das Ulumulu sogar noch? Ich muss es mir jetzt nochmal anschauen. Ist das Ulumulu vielleicht... vielleicht sogar kapitelabhängig? Da müssen wir jetzt mal schauen. Oder greifen die mich jetzt schon an? Hallo, Ochsens? Die greifen mich noch nicht an. Es ist kapitelabhängig.
Okay. Okay. Das wusste ich nicht. Ich habe sonst, wenn ich... Also es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und ich habe sonst, wenn mir das passiert ist, tatsächlich auch... ja komm, verschwinde du mal. Tatsächlich auch einfach die die ganze Orkstadt platt gemacht. Aber hey, das ist ja mega geil. Das habe ich nicht erwartet. Und dann schauen wir doch einfach mal. Denn die hier sind nicht so begeistert, glaube ich, die Schamanen. Oder? Greifen die mich an? Die greifen mich auch noch nicht an. Vorhin haben sie mich angegriffen, ja? Anscheinend hat sich irgendwas resettet. Ist das geil. Was ist auf der 5? Auch Feuersturm? Wieso ist auf der 5 auch nochmal Feuersturm? Ich wollte doch auf die 5 nicht Feuersturm, sondern Feuerregen haben. Den hier. Ja, mal gucken, was hier so passiert, wenn wir das tun. Komm schon, Feuerregen. Probieren unser Glück. Beiseite. Jawohl, komm schon. Die Ork-Schamanen muss ich umbringen. Das ist klar, dass ich die umbringen muss. Einer fehlt noch, nämlich der da, der links jetzt hinter der Wand verschwunden ist. Der greift mich an, sobald ich... Oha. Ah, sobald ich den Götzen runterhole, wollte ich sagen. Aber soweit kommt's nicht, dass er mich angreift. Ich habe eine vorher platt gemacht. Sehr geil. Hey, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Jetzt müssen wir nur den Götzen anvisieren. Den da. Und zwar mit unserer Telekinese-Rune. Beziehungsweise Spruchrolle. Nehmen die Statue und gehen zurück in den Schläfertempel. Die Statue bewegt den Hebel. Okay, das war die zweite Möglichkeit, in den Tempel zu kommen. Wäre eigentlich erst später dran gewesen, aber aufgrund meines, naja, löchrigen Köpfchens ist es jetzt schon soweit. Aber okay. Wenigstens haben wir jetzt wieder einen Bogen mit, den wir hier jetzt auch brauchen. Und im Tempel des Schläfers sollte sich jetzt nicht so viel geändert haben. Also wir laufen quasi einfach wieder zurück an die Stelle, wo wir waren und knüpfen dort an. 5 Minuten verzögert. Naja, was soll's. Soll vorkommen. Wir nehmen wieder die Abkürzung hier unten durch. Hier sollte alles erlegt sein. Das heißt, wir rennen einfach durch, bis wir wieder an dem Punkt sind, wo wir aufgehört haben. Jawohl, jawohl, sehr schön. Ich sollte mir vielleicht nochmal ein bisschen Licht machen. Und ja. Okizuki, sind wir wieder hier. Puh, naja. Hätte ich mir auch alles sparen können, hätte ich selber mal ein bisschen besser drüber nachgedacht, aber okay. Zack. Das wäre nämlich eine wundervolle Falle gewesen. Aber da ich das ja nicht das erste Mal mache, wusste ich wenigstens noch das. Und ja, hier senkt sich eine Wand. Und hinter der Wand... Ja, die könnte sich natürlich noch ein bisschen langsamer senken, ne? Ganz klar. Dim, 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 dim. Komm schon. Bewegung. Ja, hallo? Hier ist ja gar nichts.
macht's halt noch komplizierter. Okay. Jetzt hat sich auch der nächste Teil hier geöffnet. Und ja, hier gibt's jetzt ein Schalterrätsel. Ein neues Schalterrätsel. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo schon einen Hinweis gesehen haben auf das Schalterrätsel. Wir haben hier die Möglichkeit, auf etwas zu schießen. Das ist wahrscheinlich nochmal der Hinweis für den anderen Raum. Und ansonsten... Tja. Müssen wir wohl oder übel jetzt mal hier... haha, hallo. Da haben wir es doch. What? Nee. Du solltest doch bestimmt ganz aufgehen, oder? Okay, da haben wir unseren Hinweis. Und zwar rot, gelb und türkis oder was auch immer das war für eine Farbe. Schauen wir doch mal. Rot. Da tut sich nichts. Sehr gut. Dann haben wir hier türkis. Den lassen wir noch bis zum dritten. Hier haben wir gelb. Und hier haben wir blau oder türkis oder was auch immer. Ja, sehr geil. Damit ist der Weg geöffnet und es kann weitergehen. Okie zuki. Frisch voran. Wir müssen nochmal das Mana auffrischen, damit wir nicht gleich in die nächste Falle laufen. Schauen wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. Ein Tempelwächter. Untote vernichten. Zack, drauf. Sehr gut. Ah, die sind nämlich... Oh, jetzt geht's hier nämlich etwas ab. Noch ein Tempelwächter. Und hier unten ist noch einer. Das ist mit dem, mit der Rune Untote vernichten natürlich dann doch ziemlich easy. Aber es sei auch so viel gesagt. Es wird wohl gleich noch ein bisschen schwerer werden. Oha. Wen haben wir da unten? Fanatischer Templer. Komm schon. Was macht denn der? Wieso läuft er vor mir weg? Kommst du wieder zurück? Lieber fanatischer Templer. Hier haben wir einen Tempel Minecrawler. Müssen wir auch noch Platz zu machen. Der klippt da drinnen fest. Das ist okay. Wow. Wollte eigentlich nicht darunter fallen. Höpp, hoch mit dir. Der kann nicht so hoch springen, oder? Kann das sein? Dass sie nicht so hoch kommen? Oha. Läuft er auch wieder weg? Was für ein Idiot. Hallo. Hallo, du da. Tja, dann hau ich dir halt, wenn du dort festklippst, noch einen Feuersturm um die Ohren. Und dann hat sich's mit dir auch erledigt. Ja, mir soll's recht sein. Umso einfacher für mich. Und hier schauen wir doch mal, was hier noch so los ist. Eine Truhe. Okay, was gibt's in der Truhe? Zwei Heilungen. Ring der Unbesiegbarkeit. Okay. Stärke der Essenz. Quatsch, Essenz der Stärke. So rum.
auch sehr nice. Und dann gucken wir mal, was uns hier unten noch so erwartet. Hüterklinge, fanatischer Templer. Springe ich hier runter oder lasse ich's? Nein, nein, nein. Das war knapp. Das war... Wieso läuft denn der nicht hier oben lang? Das war ziemlich knapp. Ich kann mich hier... Okay. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das geht. Mal schauen. Ich glaube, wir gucken mal noch hier runter. Denn ich dachte, hier gibt es auch noch ein kleines Geheimnis, oder? Wir schauen mal. Tempel-Minecrawler gibt es hier auf jeden Fall. So wie es aussieht, zwei Stück. Wir gehen in den Nahkampf. Okay. Der hat noch ein bisschen Schaden genommen. Sehr gut. Dieser Tempel ist so geil. Echt. Macht gerade wieder wahnsinnig Laune. Was gibt's hier noch? Minecrawler-Eier. Barbaren. Schwert? Streitaxt? Irgend sowas. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen Zeug, was hier so rumliegt. Und ja, Lava. In die wollen wir natürlich, wenn möglich, nicht rein. Jetzt gucken wir erstmal, was uns hier für ein Trank noch beschert wurde. Wir haben hier noch einen Stärkebonus, den nehmen wir, ansonsten normale Tränke bekommen. Ja, dann geht's in die andere Richtung. Da ging ja der Stollen auch noch ein bisschen weiter. Und was finden wir hier? Es geht noch tiefer. Oha. Ach ja, ich erinnere mich. Ein Tagebuch. Sehr cool. Ein Tagebuch. Und Erz. Erz. Eine Spruchrolle der Heilung. Ein Amulett der Läuterung. Extrakt magischer Energie. Bolzen. Fackel. Okay. Alles Sachen, die ich glaube ich nicht so zwingend nötig habe. Aber wir nehmen natürlich mit, was geht. Wie immer. Ja, und dann schauen wir doch mal, wenn das hier wirklich eine Abkürzung ist, dann nehmen wir die natürlich. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt Abkürzung, sondern ein sicherer Weg. Puh, da unten standen wir, glaube ich, gerade, genau. Und hier haben wir einen Tempelwächter. Nicht mehr lange, hoffentlich. Zack, Nummer 1. Es ist schon geil, ja. Also man sieht schon, dass es jetzt wirklich ziemlich tief reingeht hier. Mega. Tja, irgendwie muss ich darüber. Das steht fest. Irgendwie muss ich darüber. Aber da hier Dämonen sind, und zwar gleich zwei, ich weiß gar nicht, ob ich den groß Feuerschaden mache. Mal sehen, was da passiert. Zwei Dämonen sind schon sportlich. Die muss man erstmal wegkriegen. Okay, aber ich habe einen guten Vorteil, denn ich habe die einzelnen gepult. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann betätigen wir einfach hier die Schalter. Ich glaube, jetzt ist die Reihenfolge nicht mehr relevant. Sondern es müssen lediglich alle drei Schalter betätigt werden. Sind es drei? Ich glaube drei, oder? Sind es bloß zwei? Na, mal schauen. Einer. Wie viele sind hier drin? Auch zwei. Okay. Schauen wir mal. Ah, sehr gut. Auch wieder einzeln gepult. Sehr schön.
sehr, sehr schön. Das war der zweite Schalter. Und dann fehlt uns nur noch Nummer 3. Ich glaube, sogar hier hätte ich rüberspringen können. Aber bin mir nicht ganz sicher. Deswegen kein Risiko eingehen und einfach weitermachen. Sind die auch wieder einzeln oder ist hier bloß einer drin? Niederer Dämon, der scheint einzeln hier drin zu sein. Das wäre nice, wenn er hier alleine ist. Jo, das sieht so aus. Sehr schön. Was gibt's hier noch? Tränke. Die nehmen wir mit. Und hier liegt nichts in der Ecke. Okay. Ja, Schalter. Warum betätigst du den nicht? Steh an der falschen Seite. Alles klar. So, sehr cool. Damit fährt die Brücke raus. Oder? 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 Ich glaube schon. Jawohl, genau. Die Brücke hat sich jetzt hier geschlossen, sodass wir über die Brücke drüber gehen können. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, nehmen wir noch einen Trank der Eile. Denn heutzutage ist man ja stets in Eile. Speichern nochmal ab und laufen entspannt rundherum. Wir überziehen den Part ein paar Minuten durch den Rückschlag mit dem Bogen. Bin ich heute mal so frei und mach mal 5 Minuten länger. Ja, mal schauen, was wir da drin finden. Es gibt eine sehr coole... Na, mal schauen. Wir haben hier nämlich... ja, was soll ich sagen? Wenn ich hier reinlaufe... Hoppala, passiert genau das. Okay, und es gibt hier einen kleinen Trick. Und den probieren wir einfach mal. Den probieren wir einfach mal. Nein, so nicht. Okay, mit Pfeil funktioniert es nicht. Aber so funktioniert es, glaube ich, oder? Nein, es funktioniert nicht. Zu Ende ist dein langer Weg. Okay, dann eben nicht. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Geht er zurück? Nein, er geht nicht zurück. Okay. Denn es gibt irgendwie Dämonenstreich, haben wir von dem bekommen. Der hatte den Feuersturm, genau wie wir. Es gibt hier einen Trick, den irgendwie anzulocken und den durch diese Gitter, oder Quatsch, durch diese Spikes killen zu lassen. Aber es hat irgendwie bei mir nicht funktioniert. Vielleicht auch rausgepatcht oder ich wusste halt jetzt nicht genau, wie es funktioniert. Yo, was haben wir denn hier? Nice. Kleines schickes Schwert. Würdest du bitte jetzt hier. Sonderbares Schwert. Okay. Auch interessant. Was ist denn das für ein Schwert? So. Und damit haben wir den vierten Orkpriester erledigt. Tja. Einer bleibt noch. Einer bleibt noch. Und dann sollte uns ja der Weg zum Schläfer freigeräumt sein, oder? Wir gucken mal noch kurz, was hier oben so passiert. Finden wir hier noch jemanden, der uns vielleicht ans Leder will?
Oha. Tempelwächter. Ah, ich muss sogar außenrum. Stimmt. Jetzt hat es gerade Klick gemacht. Denn das schaffe ich doch hier nicht. Höp. Oder? Oder doch? Okay. Oh. Okay, ein bisschen Schaden habe ich genommen. Soll nicht das Problem sein. Hier haben wir einen Tempelwächter, den machen wir noch platt. Rücklinks. Hoppala. Als Magier ist das durchaus drin, dass wir das mal so machen. Und ja, wo sind wir? 37 Minuten. Okay, 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 okay. Den nehmen wir noch aus, den Tempelwächter. Und da oben rennt ein fanatischer Templer rum. Wo will der denn hin? Hatte der irgendwas vor? Ich hoffe nicht. Und da oben wiederum ist noch ein Tempelwächter. Versuchen wir den mal anzulocken. Ah, shit. Ich hätte gern den fanatischen Templer noch erlegt, bevor ich gehe. Wo ist denn der jetzt wieder hingerannt? Hallo? So ein Depp, wirklich. Ja, dann mache ich halt den Tempelwächter jetzt hier mit einem Feuersturm platt. Für den Fall der Fälle, dass hier der fanatische Templer um die Ecke kommt. Hallo, wo ist der hingerannt? Geht's noch? Tja, was soll ich sagen? Der scheint weg zu sein. Naja, dann ist es so. Ich würde sagen, wir begeben uns noch in Sicherheit und haben ja trotzdem wieder einiges geschafft hier im Part. Kurz speichern und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.